Johann Peter Hebel. Eigentlich ist er mir relativ lang gar nicht nachgesehen. Und dann habe ich 2010 von der Lörrach den Hebel-Dank gekriegt. Und dann habe ich gedacht, oh, jetzt wirst du alt, jetzt wirst du geehrt. Nein, jetzt machst du ein bisschen mit. Und dann habe ich mich angefangen, durch den Hebel-Dank ganz intensiv mit Johann Peter Hebel zu beschäftigen. Ich habe seine Texte gelehrt. Ich habe gemerkt, je mehr ich mich mit ihm beschäftigt habe, was für ein großer Geist das war. Geist einerseits Aufklärer, Theologe, Autor als Literat in der Sprache. Unglaublich. Ich bin begeistert über diese wunderbare Kraft, wo du herrscht. Mit dem großen Zufall, dass er in meiner Sprache geschrieben hat. Und wo die auf dem Schneestuhl sitzt, für Basseltang und Lichtspönschnitz, so kommt ein Häcksli wohl die Mut und fragt noch frei, haut's mir so gut. Seid mir frei, no gute Tag. Und wo die lüg und wo die sag, es könnt besser go und große Dank. So wird das Herz auf einmal krank. Und wo die Lüg ist nimmer da. Und wo die rief du Häcksli hey, so gibt's mir schon keine Antwort mehr. Es gibt über das Alemannische immer wieder Aussagen, es wird verschwinden, es wird nicht mehr da sein. Natürlich, das Alemannische wird sich verändern, wird andere Farben kriegen. Und ich wünsche mir, dass Menschen pro Region, Sachsen, Norddeutschland, Hessen, Ostschweiz, auch immer wieder eine Freude haben an den Klang, was sie produzieren. Und dass man das nicht einfach so aufgibt für nichts. Ich denke, Spruch ist Veränderung, ist Wandel. Bald denke ich, es ist eine böse Zeit und weg ans Ende ist nicht mehr weit. Bald denke ich wieder, lass es gehen. Wenn's genug ist, wird's schon anders droh. Doch wenn ich nimmer anegang und's tönt mir Lied und Vogelsang, so mein ich fast die höhere Stimme. Ist zufrieden, schon nicht so schlimm, nicht so schlimm. Es ist ja nicht so schlimm. So schlimm. In bestimmten Köpfen der Leute ist das so. Die meine Mundart sei
eine niedrige Sprachform. Wir haben alle Lehrer erlebt, wo wir auf die Schule gekommen sind, aufs Gymnasium, verboten haben, alemannisch zu schwätzen. Es gibt natürlich jetzt aber auch Bewegungen, wo dort dagegen stehen. Ich bewundere die Bayern, wie sie wunderbar ihre Slang schwätzen. Die Schwaben machen das toll. Ich freue mich über jedes Isch vom Schäuble. Also so Leute brauchen wir. Das beste Beispiel für eine großartige Mundartförderkultur ist der Christian Streich. Wenn der Interviews gibt, und das kannst du so nicht sagen. Das ist so toll, dass man Menschen erlebt, die zum eigenen stehen und sich nicht verbiegen, damit sie in irgendeinen Mainstream reinpassen, sondern die einfach zu sich stehen und vor allem auch die Ausdruckskraft von der eigenen Spruch schätzen. Bäumli blieht und das Brünnli springt potztausig los, bis Vögel singt, man hat sie Freude und frohe Mut, und die Pfiffli schmeckt so gut. Woll die Ehre, wo man geht, die Bäume voll Äpfel, wo man steht, und es ist ein Hitz und Glut, eine Weg schmeckt's Pfiffli gut. Könnte die Welt noch besser sein, mit sieben drüben, mit sieben wie stärkt der Herbst mit lustig blöd und die Pfiffli schmeckt so gut. Winterszeit, schöne Zeit, Schnee auf alle Berge liegt, auf dem Dach und auf dem Hüt, just am Mensch schmeckt's Pfiffli gut. Sabadabadabadabo,